Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren, wenn auch etwas verspäteten Folge Clash News. Letzte Woche ist ja quasi gar nichts passiert, dafür war diese Woche umso wilder. Wir haben den neuen Smalltalk bekommen, dazu gab es noch einen State Channel und das größte Update jemals wurde angekündigt. Ich fasse euch wie immer in diesem Video zusammen, was diese Woche passiert ist. Und wenn ihr weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollt, dann lasst mir doch gerne ein Abo auf Ehre da. Wir starten ins Video, let's go! Anfang heute möchte ich mit dem Smalltalk. Der ist nämlich Anfang letzter Woche erschienen und er trägt den Titel Don't Move. Dieser Titel ist eine Anspielung auf die Gameplay-Changes, die uns Update 7 erwarten. Wir wussten ja, dass die Gameplay-Changes krass werden sollen. Aber wie krass wirklich, das haben wir in dem Smalltalk erfahren. Es wird nämlich bald nicht mehr möglich sein, seine Minis zwischen den Runden zu bewegen. Minis werden quasi von der Mechanik her so wie Gizmos. Du playst sie einmal in der Runde, wo du sie playst, kannst du sie auch wieder verkaufen und umplayst, wie du Lust hast. Aber wenn sie einmal gespielt haben, dann stehen sie da und du kannst sie höchstens noch upgraden, mehr aber nicht. Zusätzlich zum Smalltalk durften wir Creator euch schon ein bisschen exklusives Gameplay zeigen, was uns zugesendet wurde. Und da hat man doch nochmal ein bisschen mehr über diese Mechanik erfahren. Unter anderem gibt es auch eine Änderung in der Elixieraufteilung. Es bekommt nämlich nicht mehr jeder wie vor dem Update gleich viel Elixier pro Runde. Nee, der Gewinner einer Runde bekommt weniger Elixier wie der Verlierer einer Runde, sodass das immer im Gleichgewicht bleibt und man bekommt wesentlich mehr Elixier, sodass man mehr Minis maxen kann und gar nicht so einen Struggle im Deckbau hat. Sonst musst du ja immer darauf achten, dass die Elixieraufteilung gepasst hat. Das fällt jetzt komplett weg, du kannst viel, viel mehr verschiedene Decks spielen. Zusätzlich gibt es noch Änderungen, wie beispielsweise die Bubble, die ihr hier seht. Die wird Anfang des Matches angezeigt, da drin schwebt immer der Held des Gegners. Vorher stand er halt einfach da, jetzt ist er in einer Bubble. Das hat jetzt nichts mit dem Gameplay zu tun, ist aber eine coole Änderung. Und wie auf dem Bild hier zu sehen, sieht man oben links jetzt halt auch, wie viel Elixier der Gegner hat und in welcher Liga der Gegner sich befindet. Das ist auch recht interessant, weil es wohl anscheinend mehr oder zumindest verschiedene Ligen geben soll. Falls ihr euch mein Video dazu noch nicht gegeben habt, macht es auf jeden Fall. Ich kann es euch nur empfehlen, das ist die größte Änderung, die wir jemals hatten und auch die wichtigste Änderung. Wenn diese floppt, dann wird wohl das ganze Game eingestellt. Wenn diese kickt, dann könnte Clash Mini global gehen. Am gleichen Tag wie der Smalltalk kam auch das neue Clash of Clans Update Video raus. Dort gibt es jetzt eine neue Truppe, der Mini-Warden bzw. der Warden-Lehrling. Und am Ende des Videos sieht man Darien, wie er einen kleinen Darien bzw. einen Mini-Darien einen Warden-Stab in die Hand drückt und sagt, diesen könnte der Clash-Mini-Community-Manager gut gebrauchen. Dazu postete der Community-Manager von Clash of Clans Darien auf Twitter ein Bild von den Werkzeugen bzw. Items des Wardens und hat da auch dazu geschrieben, dass der Clash-Mini-Community-Manager Frame das gut gebrauchen könnte. Im Prinzip bedeutet es, dass der nächste Held in Clash-Mini zu 99% der Warden sein wird. Der wurde ja sowieso schon öfter mal gezeigt als Leaks aus den Gamefiles, schon seit Ewigkeiten. Und auch so hat Clash Mini, glaube ich, mal einen TikTok gepostet, wo man das Gesicht vom Warden in Miniform schon gesehen hat. Also das ist eigentlich quasi eine sichere Sache. Und als ob das nicht schon genug Infos für eine Woche waren, gab es dazu noch einen State-Channel, der es auch ziemlich in sich hatte, wo das Update-Datum gesagt wurde. Dieses Datum ist nämlich der 6.7., da kommt das Update dann raus. Und im State-Channel wurden noch ein paar interessante Hinweise gegeben. Unter anderem wurden Dinge angekündigt fürs kommende Update wie neue Sonderfelder, also viele neue Sonderfelder, bin ich echt gespannt, sonst gab es ja immer nur eins. Oder dass der Rumble-Modus zum Draft-Modus wird. Also auch da viele Informationen, die sehr interessant waren. Auch hier kann ich euch mein Zusammenfassungsvideo auf jeden Fall empfehlen. Eine Sache, die ich aber auf jeden Fall noch in die News packen wollte, weil die extrem wichtig sind und manche vielleicht nur die News gucken und nicht meine anderen Videos. Die Mini-Werte werden sich massiv verändern. Und das bedeutet, dass die Minis teilweise bis zu 50, 60 Leben haben werden. Das war ja vorher undenkbar, jetzt ist es halt so, es wird richtig krass, die ganzen Stats verändern sich. Die Minis, die jetzt schon viel Schaden machen, machen noch mehr Schaden. Die Minis, die jetzt schon tanken, werden dann noch mehr tanken. Das ist eine wilde Sache. Inwieweit das Einfluss haben wird, das können wir natürlich erst wissen, wenn wir das Update gespielt haben. Es sieht aber auf den ersten Blick schon extrem krass aus. Schreibt mir jetzt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr von den Gameplay-Changes und von den Sneak Peeks haltet. Ich bin echt positiv überrascht. Dass sich das Gameplay ändert, wussten wir ja schon. Aber dass es sich so drastisch ändert und vor allen Dingen so positiv ändert, hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, dass es durch die neue No-Move-Mechanik viel strategischer, viel tiefer wird
und man viel, viel mehr überlegen muss. Ansonsten hoffe ich, dass nächste oder spätestens übernächste Woche endlich die ersten Mini-Minutes gedroppt werden und ich euch noch ein bisschen mehr über das Update erzählen kann. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye. Euer Psy.